Mr. Holmes, es gibt ein kleines Problem. Was ist los? Einer der Verdächtigen, ein Mr. Reginald Butcher, ist geflohen. Nachdem wir ihn baten, seine Sachen in der Asservatenkammer abzulegen. Tut mir leid. Wie ist er entkommen? Er schlug mich ins Gesicht, überrumpelte mich. Ansonsten hätte ich... Klar. Ist das alles? Bevor er hinausrannte, rief er noch, tut mir leid, ich komme zurück. Tut mir leid, ich komme zurück? Dafür musste er mir doch keine verpassen. Ist Inspektor Lestrade hier? Nein, er ist für ein paar Tage weg. Kann dieser Vorfall bitte unter uns bleiben? Ja, und damit herzlich willkommen zurück mit einer etwas angeschlagenen Stimme bei Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, direkt die ersten Probleme, die wir hier haben. In der Asservatenkammer, hat er gesagt. Lassen war Sie doch hier rechts, gehen. Ne? Er ist unschuldig. Ja, ja, Mädel, unschuldig sind sie alle. Ich denke mal, dass das hier rechts das war. Ein Buch. Karl Heinzens Der Mord. 1848. Mit Lesezeichen. Und wenn du einen halben Kontinent in die Luft sprengen und ein Meer an Blut vergießen musst, um die Partei der Barbaren zu zerstören, hab keine Gewissensbisse. Der ist kein wahrer Republikaner, der für die Genugtuung, 1 Million Barbaren vernichtet zu haben, nicht gern mit seinem Leben bezahlt. Recht hat er. Was für ein scharfsinniger Verstand. Okay. Das war das andere. Ein Stromkabel. Aha. Sehr geehrter Mr. Garrett, wir müssen Ihnen hiermit leider mitteilen, dass Sie trotz Ihrer kürzlichen Zwangsenteignung unserem Haus weiterhin eine beträchtliche Summe schulden. Wir müssen Sie aus diesem Grund unsere Zahlungsstelle so bald wie möglich zu kontaktieren, damit wir dieses Problem lösen können. Andernfalls werden wir leider gezwungen sein, die Polizei in diesem Fall einzuschalten. Mr. Stewart, Finanzdirektor, Bank von England. Tja, achso, hier ist jetzt doch was. Whisky. Und zwar kein guter. Okay. Kann man da irgendwas sehen? Murat. Eine ziemlich beliebte Zigarettenmarke. Dicke Lederhandschuhe. Vermutlich sind sie isolierend. Benjamin, mein Sohn. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich bei den Vorbereitungen unseres kommenden Wohltätigkeitsbanketts unterstützen würden, das am Sonntag nach dem Gottesdienst stattfinden wird. Ihre Güte ist ein Quell großer Freude und ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ich weiß, dass Ihr Leben einst in Sünde begann, wie Sie sich ausgeschlossen und alleine auf der Welt fühlten und wie Sie sich auf den Pfad des Verbrechens begaben. Doch Sie fanden die Stärke in sich, um das alles grundlegend zu ändern. Sie wurden ein guter Mensch. Der Herr im Himmel wird Ihrer gnädig sein. Ich werde stets hoch erfreut sein, Sie in unserer Kirche zu sehen, mein Sohn. Gott sei mit Ihnen, Pastor Gordon. Okay, ist das jetzt wirklich der Sohn? Weil er hat den erstmal geduzt, aber dann hat er den gesiezt. Irgendwie alles seltsam. Ah, jetzt können wir hier auch was machen. Reginald Butcher steht auf Süßigkeiten. Das ist ein teurer, aber nicht neuer Stift. Sehr geehrter Mr. Butcher, Ihr wiederholtes Fehlen sowie die Tatsache, dass Sie mit Ihrer vorhandenen Arbeit nicht rechtzeitig fertig werden, ist nicht mehr länger zu dulden. Sie sind verantwortlich für zahlreiche Fehler, die Ihre Mitarbeiter gezwungenermaßen korrigieren mussten. Natürlich tut uns Ihre momentane Situation leid, denn Sie waren früher stets ein beispielhafter Angestellter. Wir haben zwar großes Verständnis für Ihre privaten Probleme, aber falls Sie Ihr Arbeitsverhalten in naher Zukunft nicht ändern können, werden wir gezwungen sein, Ihr Angestelltenverhältnis zu beenden. Firmenleitung Underground Electric Railways Company of London. Reginald Butcher hatte berufliche Probleme. Und ein weibliches Taschentuch. Die Initialen MB. Mr. Butcher, wir haben hervorragende Neuigkeiten für Sie. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich in unser Krankenhaus, damit wir diese Angelegenheit zu einem erfreulichen Ende bringen können. PS, Ihr Zustand ist labil. Dr. Matthew Smith,
Great Ormond Street Hospital, London. Dieser Brief von gestern erklärt vielleicht, warum Butcher so in Eile war. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine exakte Adresse. Okay, kann man denn hier noch irgendwas machen oder muss ich schlussfolgern? Da ist schon wieder was. Die persönlichen Gegenstände von Roscoe und seinem Begleiter aus der Wartungskutsche. Roscoe ist ganz wild auf Lakritze. Ein einfaches Taschenmesser. Ein gewöhnlicher Kartenstapel. Ein Webley-Revolver. Ein Polizeibericht über Roscoe. Er ist nur ein Kleinkrimineller. Mauricio Alfredo Vincente. Auch genannt unter dem Namen Roscoe. Anführer einer kleinen örtlichen Bande, der Mitglieder anhand des Bandenmotivs einer Hundetätowierung identifiziert werden können. Die Bande ist oft in Gewaltdelikte, Raubüberfälle, Taschendiebstähle und so weiter verwickelt. Okay, dann würde ich sagen, weil das eben immer wieder da reingekommen ist, dass wir wahrscheinlich was kombinieren können. Habe ich gar nicht mitbekommen, was ich gerade kombiniert habe. Anarchistische Ideologie. Anarchisten lehnen den Staat, den Kapitalismus und die Marktwirtschaft ab. Aber Thomas Garrett hat Schulden bei der Bank. Okay. Stromschlag. Ja, das dachte ich mir schon. Schwieriges Leben. Benjamin Fowler war in jungen Jahren ein Krimineller, aber mittlerweile hat er sein Leben von Grund auf geändert. Okay. Ja, ist irgendwie logisch, dass der Rest dann auch nicht geht. Ja gut, dann lasse ich das jetzt erstmal. Haben wir jetzt eine Adresse bekommen? Krankenhaus. Okay, dann würde ich sagen, dass wir da hingehen. Warum auch immer ich jetzt gerade hier rausgehen wollte. So, wir sind diesmal in einem anderen Krankenhaus. Ich bin hier ganz offensichtlich auf der Kinderstation. Okay. Meryl Butcher. Mit Beatmungsgerät. Mr. Butcher, hiermit bestätigen wir die Aufnahme Ihrer Tochter in unserem Krankenhaus. Wir müssen für die Reisekosten aufkommen und natürlich alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, die aufgrund des kritischen Zustands Ihrer Tochter nötig sind. Zusätzlich tragen Sie die Kosten für Logis und die medizinische Behandlung. Es ist im Voraus nicht möglich, die Gesamtkosten abzuschätzen, da diese vom Zustand Ihrer Tochter und auch davon abhängen, wie sie auf die Behandlung anspricht. Aber stellen Sie sich auf jeden Fall darauf ein, dass es sich um eine beträchtliche Summe handeln könnte. Okay. Aufnahmebescheid des Karolinska Universitätskrankenhauses Stockholm. Eine junge Frau ist verstorben. Ach so, halt. Nein, ich konnte es noch drehen. Butchers Frau. Mr. Reginald Butcher, ich komme von Scotland Yard. Können wir reden? Von mir aus, aber bitte leise. Sie schläft endlich. Ist sie Ihre Tochter? Meine Meryl. Sie ist sehr krank. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich musste heute zu Dr. Blowberry. Der Polizist wollte nicht hören. Keine Sorge, ich verstehe Sie. Gibt es Hoffnung? Es wird lange dauern. Aber wir werden diesen Kampf gewinnen. Etwas anderes will ich mir nicht vorstellen. Ja, es ist vermutlich nur eine Frage des Geldes.
Was reden Sie da? Es ist eine Frage der Willensstärke und meine Tochter wird es schaffen. Das hoffe ich. Aber die Behandlung im Karolinska Universitätskrankenhaus ist sehr kostspielig. Ah, nun, das ist unsere einzige Hoffnung. Dank Dr. Blowberry hat sie endlich einen Platz dort. Wir fahren nächste Woche. Es ist Ihre letzte Chance. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe auch eine Tochter. Wir würden unser Leben geben für unsere Kinder, nicht wahr? Ja, natürlich, ja. Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Ich bin bei der Underground Electric Railways Company angestellt. Dann kennen Sie sich mit elektrischen Geräten aus? Ja, sicher. Warum fragen Sie? Einfach nur so. Aber sagen Sie bitte, was genau sind die Gründe für die Probleme, die Sie bei der Arbeit haben? Probleme? Was meinen Sie? Arbeitgeber. Sie haben eine schriftliche Abmahnung erhalten. Ja, ich komme oft zu spät. Mein Chef hat kein Verständnis dafür. Es ist schwierig, seitdem meine Tochter krank ist. Verstehe. Jetzt gucken wir uns ihn aber erstmal kurz an, weil da wollte ich schon die ganze Zeit draufklicken. Naja, sie ist verstorben, ne? Da muss doch noch irgendwas sein. Hä? Wie ungenaue Analyse. Das bestätigt doch alles, was er gesagt hat. Hallo? Er mag teure Kleidung, kann sich aber nur in gebrauchten Zustand leisten. Daran jetzt falsch? Kann ich das nochmal korrigieren? Soll ich die gebrauchte Kleidung hier korrigieren? Das kann ich gar nicht korrigieren, ne? Na gut. Nee, dann gehe ich hier raus. Wenn ich das eh nicht ändern kann. Zufällig ist auch eine Kutsche ihres Arbeitgebers an dem Unfall auf dem Platz beteiligt gewesen. Wirklich? Warum war sie dort? Ich weiß es nicht. Sie? Nein, aber vor einer Woche wurde eine unserer Wartungskutschen samt Werkzeug gestohlen. Ob das dieser Wagen war? Möglicherweise. Okay. Was haben wir denn hier? Stromschlag-Elektriker. Hallo. Reginald Butcher kennt sich zwar mit Elektrizität aus, da das zu seiner Arbeit gehört, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass er die komplizierte elektrische Falle für die Wartungskutsche konzipieren hätte können. Ja, er wäre durchaus in der Lage gewesen, das ist doch logisch. Hat Probleme bei der Arbeit, weil er öfter ausfällt, um bei seiner schwerkranken Tochter sein zu können. Ja. Das würde jetzt aber wieder in die andere Richtung gehen. Aber hier verbindet er nichts miteinander.
Okay, das habe ich auch schon versucht. Das habe ich auch schon versucht. Na gut, dann gehen wir hier erstmal raus. Kann ich jetzt nochmal mit dem reden? Sie schläft. Ja, danke. Nett. Sie sind Verdächtiger. Hallo? Ja, was kann ich denn jetzt noch machen? Was ist denn hier mit? Ein Stromkabel aus den persönlichen Gegenständen von Thomas Garrett. Erfragen. Erfragen bei wem? Befragen Sie mögliche Verdächtige, lösen Sie den Mordfall auf dem Platz. Finden Sie heraus, von wo die Wartungskutsche kam. Möglicherweise von ganz in der Nähe des Unfallorts. Ja, also mit ihm kann man jetzt nichts mehr... Wir haben wohl alles besprochen. Ich muss mich jetzt um meine Meryl kümmern. Offensichtlich nicht. Okay, ich bin es nicht gewohnt, hier so einfach abgewiesen zu werden. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Unfallort zurück. So, die Frage ist nur, wen soll ich befragen? Sind hier überhaupt noch Leute? Kann ich mit denen da sprechen eigentlich? Nee, ne? Die haben so nichts gesehen. Ah, nee. Okay. Was ist das denn? Ich meine, nachdem das mit dem Kanaldeckel war, muss ich ja hier auf alles achten. Okay, aber ich denke mal, dass wir die anderen Verdächtigen eventuell nochmal befragen sollen, dass wir gar nicht so hier drin sein sollten. So, die Frage ist jetzt, wo sind die Verdächtigen? Mr. Holmes? Ja, geht mit mir. Sind die wieder hinten durch? Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Guten Tag, Sir. Mein Name ist Sherlock Holmes und ich helfe der Polizei bei ihren Ermittlungen. Benjamin Fowler. Und ich wurde zu Unrecht verhaftet. Wirklich? Sie wurden nicht verhaftet, Mr. Fowler. Sie sind nur als Zeuge hier. Oh, aber ich habe nichts gesehen. Wirklich? Ja, das wollen wir doch mal schauen, ob das wirklich so ist. Mhm. Er war aber früher mal Bandenmitglied, so wie es aussieht. Oder ist es immer noch? Kann natürlich sein, dass der einen Unfall hatte. Religiös. Ist die Frage, ne? Nur ein Kreuz macht ja noch niemanden religiös. Erst mit der Beinverletzung ist ja klar. Gelbe Fingernägel. Also wenn er Raucher ist. Aber ich sag mal, dann hat man es ja nur an zwei Fingern. Dann hat man es ja nicht an allen Fingern. Och Leute, ernsthaft? Ja. Können Sie mir vielleicht sagen, was Sie am Unfallort machten? Ich habe an der Statue dort gearbeitet, im Auftrag der Stadt. Wirklich. Haben Sie mit Elektrizität zu tun? Ja, manchmal. Ich repariere elektrische Straßenlaternen, aber ich bin kein Fachmann. Das ist alles neu und kompliziert und gefährlich. Ich verstehe. Mr. Holmes, Sie sind ein großer Detektiv und Sie verstehen mich. Lassen Sie mich bitte gehen. Ich weiß nichts, wirklich. Wirklich, ja, ich weiß. Mr. Fowler, sagt Ihnen der Name Rusko vielleicht irgendetwas? Höre ich zum ersten Mal, wirklich.
Ja, wirklich. Aber ihre Tätowierung ist ähnlich. Sie sind in seiner Bande, oder? Nein. Das ist lange her, hatte ich schon vergessen. Wirklich, als junger Bursche räumte ich nur ein paar Taschen für ihn aus. Bin aber nicht stolz darauf. Meine ganze Familie, meine Eltern, Brüder, Hunde und Katzen waren gestorben. Anders hätte ich damals nicht überleben können. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Guten Tag, Sir. Mein Name ist Sherlock Holmes. Thomas Garrett. Warum bin ich hier? Sie sind Zeuge eines Mordes. Klar doch. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Polizei einen Unschuldigen einsperrt, um einen Fall abzuschließen. Noch wird niemand eingesperrt. Noch? Eieiei. Warum habe ich im Moment eigentlich immer so ungenaue Analysen? Fahles Gesicht. Er ist krank. Ja, wenn er so viel hustet, gehe ich davon stark aus, dass er krank ist. Wahrscheinlich ist das auch wieder falsch. Symbol, Anarchie-Symbol, das ist richtig. Verschlissene Kleidung. Schwarzer Auswurf, Staublunge, okay. Elektrische Verbrennungen. Arbeitet mit Elektrizität. Was stand da? Stand jetzt aber nicht, dass es eine schlechte Analyse war. Ist Ihnen während des Unfalls oder danach etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ja, ich habe gesehen, wie ein Teil Ihres Bürgertums in Flammen aufging. Großartig! Warum blieben Sie auf dem Platz und liefen nicht fort? Wie die anderen Schafe? Es gab verletzte Kameraden, Arbeiter. Ich wollte Ihnen helfen. Ihr Husten klingt nicht gut. Sind Sie krank? Nur eine Erkältung. Warum sagen Sie nicht die Wahrheit? Sie husten schwarzen Auswurf. Ah, gut beobachtet. Ich habe so viel Kohlenstaub in den Lungen, dass ich halb London heizen könnte. Sie waren Bergarbeiter? Seit ich 13 war, ja. Im Bergwerk von Newcastle. 15 Jahre in der Hölle. War eine schlimme Zeit. Aber jetzt ist es vorbei. Ich will nicht dort unten sterben wie mein Vater und meine Brüder. Nur damit die Reichen noch reicher werden. Kennen Sie sich mit Elektrizität aus? Wie kommen Sie darauf? Können Sie Gedanken lesen? Ich habe unter Ihren Sachen ein Stromkabel gesehen. Nicht schlecht. Ja, ich bringe meinen Kameraden etwas Elektrik bei, da ich gerade arbeitslos bin. Ich bin Autodidakt. Wir sind nicht so dumm, wie Sie glauben mögen. Und ich will eh keine Sklavenarbeit mehr. Okay. Ich sollte zwischendurch jetzt nochmal hier gucken. Wer war jetzt lehrt Grundlagen der Elektrizität? Stromschlag. Die elektrische Falle für die Wartungskutsche wurde von einem Profi konzipiert. Hatte keine ausreichenden Kenntnisse dafür. Also, wenn er damit arbeitet, muss er ja Kenntnis dafür haben. Aber wenn er sich selber einen Stromschlag verpasst hat, also ich sag mal einfach, der hat ausreichende Kenntnisse gehabt. Das war das jetzt hier, oder? Bandentätowierung. Ja, das passt ja so gar nicht zusammen. Mit dir habe ich doch eben noch gesprochen. Das ist ein Fehler, wirklich. Ich habe nichts getan. Richtet mich hin. Das ist ja wohl eure Aufgabe. Was soll ich denn jetzt machen?
weist dieselbe Hundetätowierung auf. Da brauche ich jetzt so nichts mehr zu machen. Finden Sie heraus, von wo die Wartungskutsche kam. Möglicherweise von ganz in der Nähe des Unfallorts. Ja, aber ich kann ja nirgendwo dahin. Das ist halt blöd. Also, ich würde sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil der Rest scheint ja doch außerhalb von Scotland Yard stattzufinden. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir hoffentlich herausfinden, was wir jetzt noch machen müssen. Und ja, da werden wir uns dann wahrscheinlich auf dem Platz wiedersehen, denke ich mal. Dass ich da noch ein bisschen was rumschaue, ob ich noch irgendwas finden kann. Bis dann. Ciao.